Servus oder so und herzlich willkommen zu einem Pack-Opening. Zuerst habe ich mir gedacht, ich hau heute kein Video raus. Ihr wisst ja, FIFA 13 so, da ist die Lust weg. Ja, es wird in nächster Zeit mal öfter so sein, dass kein Video kommt. Sehr, sehr interessant das Ganze hier. Ich kenne das nur von Pokémon Itani. Der hat einen von diesen Informs gezogen und dann passiert genau das hier. Die bekommen so null Wertung bei allem und haben dann die Ingame-Stats des Nicht-Informs. Ich habe übrigens gar nicht gewusst, dass das jetzt hier angezeigt wird. Finde ich sehr, sehr interessant. Ist das immer so, wenn ich das jetzt nochmal mache? Nochmal auf Y drücke, habe ich dann nochmal diese Spiele da? Ja. Sehr, sehr lustig, das ist wirklich ein Spaß. Ich hoffe, wir ziehen einen von diesen bronzenen Deppen. Muss ich jetzt Bronze-Packs öffnen oder was? Das ist ja mal die Frage. Und wie gesehen, ich mache jetzt doch ein Video. Ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt hast du noch Zeit, jetzt machst du schnell ein Pack-Opening. Und mir wurden ja wieder Münzen gesponsert. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir machen natürlich ein paar Bronze-Packs auf, weil ich meine, die haben alle, das sind ja alles Bronze-Spiele im Prinzip. Ich frage mich da echt, ob die in Gold setzen. Oh, 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 oh. Er ist blau. Meine Damen und Herren, er ist blau. Ist ja sowas von wurscht. Das ist okay. Also für einen Bronzespieler hat er verdammt geile Werte. Jack McGinnery. Jack McGinnery. Also für einen Bronzespieler hat er unnormal geile Werte, aber... Map. Nice. Oh, ich habe meinen dritten Inform gezogen. Die anderen zwei waren beide Discord Praise. Und jetzt habe ich nur einen Bronze-Deppen hier gezogen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie noch in den Packs sind, die MLS-Deppen. Die sollten auch schon gar nicht mehr drin sein. Und dann ziehe ich hier so einen blauen Deppen. Also hat gute Werte. 77 drin, 66 Kopfball, aber 76 Tempo, den wird wohl keiner haben wollen. aber gut, ich habe so einen Spieler gezogen. Finde ich gut. Oh, den schuss ich ab. Fitness behalte ich mal. Kann nie schaden. Also geil, ich habe einfach mal einen blauen Spieler gezogen. Und jetzt beschwert euch nicht, dass ich mich nicht genügend darüber freue. Ich habe mich doch gefreut. Ich will ja hier nur nicht rumschreien und so, so Hansa-Fan-Style, wisst ihr noch letztes Jahr, als der Ronaldo gezogen hat, ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt, das war so crazy. Sowas will ich nicht bringen, das wäre mir schon allein viel zu peinlich. Wen hast du gezogen? Da werde ich schon gefragt, wird scheinbar angezeigt, was man dann zieht, also dass man zumindest ein Team of the Season zieht wahrscheinlich. Daher stoße ich alles ab. Also jetzt mache ich gleich weiter mit den Bronze-Sets. Hey, komm, ich öffne so viele Gold-Sets. So viele. Und ich habe vielleicht 5 Sets in allen Pack-Openings zusammen. Also 5 Bronze-Sets geöffnet. Bis auf das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Da habe ich ja einige geöffnet wegen der Happy Hour. Aber dann ziehe ich auf einmal was. Der Wahnsinn. Sprint. Naja, sonderlich viel Sprint-Tempo hat er nicht. Oh, das Grasshopper Zürich-Trikot sieht echt nice aus. Ich muss dringend mal wieder meine Trikots ändern. Ich habe jetzt schon eine halbe Ewigkeit dieselben. Muss ich dringend mal wieder ändern. Und jetzt vielleicht noch 2 Bronze-Sets oder so. Wenn ich da schon einen blauen Deppen ziehe, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Fänger. Der Fänger. Das wird bestimmt auch eine Rakete sein. Oh, der sieht gar nicht so schlecht aus. Innenverteidiger mit 67 Tempo. Tun wir mal auf dem Tauschstapel. Diese seltenen Verträge, die behalte ich eigentlich auch nie. Ja, die Eule, die brauche ich auch nicht. Alles weg. Alles weg. Und noch eins. Eins muss noch gehen. Vielleicht ziehen wir noch mal einen. Vielleicht ziehen wir noch mal denselben Deppen. Kann ja passieren. Man weiß ja nie. Wäre schon cool. Gonzalez. Oh, Gonzalez. Aber Gonzalez ist kein guter Spieler. Gerber Gonzalez. Oh, wenn er 4 Sterne hätte, hat er aber nicht, dann wäre er aber auch nichts wert. Also so ist ja nicht. Die Fitnesskarten behalte ich immer mal wieder gern. Trikots sehen alle nicht so toll aus. Das ist einigermaßen okay und das auch. Also ich behalte dann mal beide, die einigermaßen okay sind. Ich habe zwar eh schon viel zu viele Trikots, aber egal. 20 Milliarden Trikots im Verein. Da kennt man sich dann super aus. Da kann man immer die schönsten raussuchen, wenn man sich nicht auskennt, weil man halt Milliarden von Trikots hat. Munro, ich habe es nicht lesen können, auf jeden Fall kein seltener Spieler. Das heißt, das Pack ist eher so zum Abstoßen. Den braucht keiner, das braucht keiner. Das hat coole Zeichen drauf, deswegen behalte ich es. Den schwarzen Ball, also schwarze Bälle sind mal das allerletzte. Wobei weiße Bälle auch schlimm sind, gerade wenn es dann schneit. So, das war's mit den Bronze-Packs, öffne noch ein paar Silber-Packs. Für Gold-Sets lohnt sich eigentlich kaum, ganz ehrlich. Werde ich trotzdem vielleicht noch 2 öffnen. Hyka, oh Hyka, Hyka ist natürlich ein Starspieler, das wissen wir alle. Ein Innenverteidiger mit 32 Tempo oder Hyka. ZOM, ja gut, den will trotzdem keiner haben. Camp, ein Torhüter aus der Barclays Premier League. Nee, den stoße ich auch ab. Bravo, der hat 4 Sterne. Ha, wie ich das weiß. Ja, den will trotzdem keiner haben. Seltener Vertrag kann man auf alle Fälle aufheben. Das Deko kann man auch aufheben. Von Santa Catarina. Santa Catarina. Naja, wir haben auch eine Mannschaft, die heißt Hertha BSC Berlin, also von daher brauchen wir da auch nicht weiter reden. Vor allem ist es die Hauptstadtmannschaft, die einzige, ich glaube, das war in ganz Europa die einzige Hauptstadtmannschaft, die nicht in der ersten Liga gespielt hat und jetzt tut sie es ja auch wieder. Von daher war das nur eine kurze Abstinenz und es ist ein Power Champ, genau, den behalte ich nicht. 2 Fitness-Dinger, Mannschaftsteams-Fitness-Dinger, die behalte ich natürlich auch gerne.
Das stoße ich mal lieber ab. Das brauche ich dann wohl eher nicht. Jetzt würde ich mal sagen, noch ein Silberpack auf alle Fälle. Und ich muss den Bronzepreis von dem Typen noch checken. Der wird wahrscheinlich nichts wert sein. Ich habe mich ganz umsonst so ein bisschen gefreut. Aber er ist blau. Er ist blau, meine Damen und Herren. Oh, eine Innenverteidigung. 75 Tempo. Ah, Folter. Also Schweizer und Österreich gibt es einige temporeiche Innenverteidiger. Man glaubt es gar nicht. Das hier auf den Tauschstapel. Das hier auf den Tauschstapel. Das hier zum Verein. Und den Rest werde ich abstoßen. Jetzt noch zwei Goldsets. Ich öffne genau noch zwei Goldsets. Puh, also das war schon mal ganz ordentlich. Es war ja klar, dass wir einen Bronze-Set-Spieler ziehen. Ich meine, da gibt es auch so viele Infos momentan, weil alle ja Bronze sind, haben wir ja gesehen. Mikkel ist nix wert von Chelsea, aber ein richtig, richtig geiler Spieler. Den Man of the Match von dem würde ich gerne mal ausprobieren. Weil, naja, der Normale ist schon richtig geil, seine Arbeitsraten allein schon. 4-2-2-2 ist auch nicht schlecht. Ab auf den Tauschstapler mit. Und der Rest, den stoße ich einfach mal ab. Die blöden Vertragskarten da. Wobei, beim nächsten Pack überhebe ich die Vertragskarte auch und versuche sie zu verkaufen. Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie viel die wert sind. Ich habe den Namen jetzt auch nicht gelesen. Okay, kein seltener Spieler. Das heißt natürlich traumhaft. Schäfer, Lalana hat er echt 4 Sterne. Ja, der hat 4 Sterne. Und Kone. Serie B, Elfenbeinküste. Naja, das ist bestimmt auch nicht so schlecht. So, die behalte ich auf alle Fälle. Das ist wohl logisch, da muss man gar nicht überlegen. Das ist gar keine Frage. Und die hier, Ich tue sie jetzt mal für 350 reinstellen, selbst wenn sie eigentlich mehr wert sind. Ich denke, die sind momentan mehr wert, weil... Warum sollte irgendjemand Packs öffnen? Es gibt ja nichts zu ziehen. So, weg damit. Und jetzt muss ich dringend noch den Typen danach schauen, wie der dann so wert ist. So, jetzt schauen wir mal. Die Verträge sollten sich jetzt auch dann schon langsam wieder verkaufen eigentlich, wenn sie denn so viel... Wenn sie denn so viel kosten. Ich schau mal kurz, wie viel die Verträge so kosten. Ja, durchzieh das Video künstlich in die Länge. Bringt noch voll viel. 350... Und, oh, naja, die kosten 350 die billigsten, das heißt, es ist der perfekte Preis vermutlich. Ha, mein Bauchgefühl habe ich nicht getäuscht. Wo ist er denn, unser blauer Typ? Da ist unser blauer Typ. Er ist blau, McInnery. Haha, nice. Also, spielt bei Philadelphia. Bronzestürmer von Philadelphia, also, am Ende ist er irgendwie so 10.000 Münzen wert und, naja. Dass die noch eine Woche in den Packs sind oder was, das ist doch ein Witz. Ja, wohl hätte ich ihn auch nicht gezogen. Auch ich mich eigentlich nicht beschweren. Eher die eine Woche früher gezogen haben. So, Philadelphia. Aber da wäre natürlich weniger wert, wenn sie noch länger in Packs sind. Und da sind schon ein paar. 202.000, 150.000. 150.000 ist der billigste. Na, immerhin. Immerhin. Vielleicht noch mit dem hier zusammen als Stürmer. Und dann hast du ein perfektes Stürmer-Duo. Das passt. Der McInnery. Das sind seine normalen Werte. Vor allem hat er 72 Schießen. 70 Dribbling. Ich schaue mir nochmal seine Ingame-Werte der Foothead an. Vielleicht probiere ich ihn auch selber ausbauen in irgendeinem Bronze-Team. Mal sehen. Oh, jetzt hat sich was verkauft. Bestimmt ein Vertrag. Da können wir wetten. Genau. Ein Vertrag hat sich schon verkauft. Der andere, der soll auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich hoffe, hat dieses Video gefallen. Zum ersten Mal habe ich wirklich was halbwegs Wertvolles gezogen. Naja, Schweinsteiger habe ich auch schon mal gezogen. Der ging auch für 100.000 weg. Naja, es hätte schon noch viel geilere Spiele hier in diesem blauen Team gegeben. Naja, wobei es ist ja nicht blau. Es ist ja eher braun. Ich wollte eigentlich auf dieses Team hier gehen mit den MLS-Spielern. Naja, egal. Wie gesagt, wenn euch gefallen hat, dann haut bitte einen Daumen rein. Wenn ihr selber ein Pack-Opening machen wollt oder euch so einen blauen Spieler kaufen wollt, dann schaut mal in die Beschreibung. Da könnt ihr euch ein paar Münzen kaufen. Für Ultimate Team natürlich und FIFA 14 für PC vorbestellen. Das solltet ihr auch schon langsam mal machen. Denn es ist nicht mehr lange hin bis FIFA 14. Noch 2 Monate ungefähr. Twitter und Facebook sind natürlich wie immer auch in der Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Ja! Epische Rockmusik.